Hallihallo, Rogue Legacy 2, Folge 34. Es geht wieder da weiter, wo wir aufgehört haben, so wie eigentlich immer. Weil ich hier nicht wirklich was offscreen mache in diesem Spiel. Wir machen heute, was machen wir heute? Gehen wir Gold sammeln? Nein, ich hätte gesagt, wir gehen in den Sonnenturm und lernen da noch ein bisschen die... helft mir, die Bewegungsabläufe der Gegner. Genau das lernen wir, die Bewegungsabläufe der Gegner. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken, was hat denn diese Gute hier wieder für Probleme, für Merkmale? Ist das eine Gute oder ist das ein Guter? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Schön in die falsche Richtung gesprintet. Ich liebe diesen Sprint auf der Schultertaste. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon erwähnt habe. Der ist so bescheiden, ist der. Dass der immer nur in die Richtung sprintet, wo er guckt und nicht, ob man links oder rechts die Schultertaste einsetzt. Was kannst du? Erhalte 50% deines Manas, wenn du getroffen wirst, aber deine Angriffe geben dir keinen Mana. Ach genau, ich krieg nur Mana, wenn ich Schaden erleide. Ja. Das ist nicht so schlimm, aber dafür kriegen wir gut... Ups. Weg mit dir. Ja, klasse. Ach, ihr Nervensägen, ihr. Die sind richtig nervig. Ja, ich sag's doch. Sag's doch, ich sag's doch. Komm. Schon verhauen. Schnell weg. Ja, das ist das Schöne an dem schwarzen Loch, ne? Da guckst du doof, mein Freund. Da, Hex, Hex. Deine Popel kommen da nicht durch. Ja gut, da geht ja goldtechnisch einiges. Das finde ich schön. Das brauchen wir auch. Das ist notwendig. Geht hier ab. Komm, hau ab, du. Stirb. Stirb und gib mir Gold. Dankeschön. Ja, dein Feuer kommt da durch, aber... Ja, wenn man aufpasst, überlebt man das. Oh Gott. Der da oben ist auch wieder stinkig. Du triffst mich, ne? Hier triffst du mich nicht. Schön, schön. Das läuft ja gerade nicht so schlecht. Und dann kommt wieder so einer um die Ecke. Oh Gott. Was war das? Ach so, stimmt. Das sind diese anderen Dudes da. Diese Nerven-Dudes. Die nicht nur so eine Flamme können, sondern auch hier so ein lenkbares Eskalationsgeschoss. Oder halt so ein Eskalationsgeschoss. Lenkbar ist das auch nicht wirklich, aber halt ein Geschoss. Mensch. Jo. Die Erklärung war wieder viel zu schwierig gehalten von meiner Seite aus. Mein Deutsch ist heute auch wieder sehr stark vertreten, merkt man. Ja, ja, ja. Also ich mag dieses Gebiet nicht so. Was ist... Genau. Ja, am besten gehen wir da schon mal nicht raus. Das ist ja wieder richtig nervig hier. Richtig, richtig nervig. Ja, hier ist auch nicht besser, so wie es aussieht. Schöne Sache. Wenn wir in die Wolke reinhüpfen, werden wir zurückteleportiert. Das ist auch geil. So, dann machen wir das einfach so, hätte ich gesagt. Ja, schöne Sache. Dass dich halt diese Dinger auch verletzen können. Die Dinger, die dir eigentlich den Po retten sollen. Oh Mann. Da geht's noch runter. Wo geht's da hin? Zu einer Kiste. Ja, schön. Das war's gleich. Ich glaube, ich gehe nicht zu der Kiste. Ah, dieses Gebiet ist richtig nervig. Ich hoffe, dass man da irgendwo noch was findet, was dieses Gebiet vereinfacht. Weil irgendwo müssen wir ja rein theoretisch so ein Dingenskirchen finden können. So ein komisches Dingens, was... Ich hasse es. Ja, schön, das war's. Wenn man die Wolke berührt, kriegt man Schaden und wird zurückteleportiert. Ich find's so nervig, ey. Das ist ja, glaube ich, wurde von MacRib getötet. Der MacRib. MacRib. In peace. Rest in peace. Ich laufe wieder einen Stuss heute. Das ist ja brutal. So. Ja, wir nehmen hier den Sir Gerhard. Der Sir Gerhard geht es da rein und haut den Boss weg. Nee, ich glaube nicht, dass wir das... Das unmöglich ist das unmöglich. Unmöglich. Das schaffen wir eh nicht. Aber vielleicht lernen wir ja irgendwann wieder, irgendwie mal wieder das Gebiet da funktioniert, Mensch. Und vielleicht finden wir mal die Pizzafrau mit einem blöden Teleporter, dass wir nicht dauernd hier diese Passage am Anfang machen müssen mit dem Hochspringen, Mensch. Menschenskinder. Mensch, Mensch, Mensch.
Hex. Hex. Hurra. Ja, Gold nehmen wir mit. Brauchen wir auf jeden Fall. Hüpf, hüpf. Raus und hoch und Holz kaputt kloppen und Abfahrt. Ja, schön. Ja, schön. So habe ich das wieder gern. Das ist der erste Raum. Wir sind gerade erst hier angekommen. Wir sind gerade hier angekommen. Was geht denn ab? Was ist denn hier los? Leute, das ist... Es ist der erste Raum, ohne Witz. Ihr habt es gesehen. Wir sind gerade hier angekommen und dann geht hier das ab. Was ist das für eine Fiesta, für eine Veranstaltung, Mensch? Komm, hör auf. Nerv mich nicht, ey. Also, nee. Was ist das? Das ist der erste Raum. Geht's noch? Ich glaube, ich spinne. Habe ich das... Also, nee. Tschüss. Tschüss. Ja, war das ein neuer Weltrekord im Sterben? Also ich weiß nicht, da könnte ich teilweise echt, also ich sag's wie es ist, da könnte ich manchmal kotzen. Das war der erste Raum, wir sind gerade da angekommen. Wir waren nicht mal richtig da, das war der allererste Raum und dann geht's gleich so ab. Das kann's doch nicht sein, also wirklich, das kann's echt nicht sein. Wenn das jetzt so weitergeht, dann gehe ich wirklich noch woanders Gold farmen, Mensch. Die wollen mich doch komplett verarschen, oder? Habe ich irgendwas verpasst? Ist das das letzte Gebiet? Ich dachte, dieser komische unterirdische See wäre das letzte Gebiet. Aber das, was hier abgeht, das ist ja unchristlich. Und dann kriegt man sowas hier als ersten Raum. Was soll das denn sein? Hier ist ja nix. Das ist auch nicht geil. Das ist beides nicht geil. Die eine Art nicht und die andere Art auch nicht. Ja, schöne Sache. Raus da. Muss der jetzt auch in dem Moment nach vorne laufen, der Sack? Oh Gott. Ups. Oh, und diese Außengebiete sind so die Hölle. Das ist so die Hölle. Hau ab. Mann, ey. Blöde Kohlendinger. Nervig sind die, nervig. Gehen wir halt hier wieder rein. Was gibt's Schönes? Ah ja. Das ist ja sehr geil. Ha! Ha! Trick 17. Ja, diesmal nicht. Schön. Ihr habt nichts gesehen, okay? Muss der jetzt auch noch explodieren, oder was? Komm. Ja, 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 das funktioniert. Nice ist das, nice. Schöne Sache. Oh, das war knapp. Das war sehr knapp. Ja, gut. Ja, der Rückweg wird halt eklig. Was war das denn? Achso, ich kann... Oh, no. Nein, na... Zu früh gesprungen. Zu doof gesprungen. Och Mann, komm jetzt, lass mich da hoch, bitte. Lass mich da hoch jetzt. Komm. Ja. Oh Gott. Ja, ihr merkt, ich habe eine richtig gute Grundstimmung bei sowas, weil dieses Gebiet ist einfach für mich, ich finde, das ist einfach nur komplett lächerlich. Komplett lächerlich, was hier abgeht. Ich weiß nicht, wie ich das sonst beschreiben soll, außer komplett lächerlich. Und ich sag die ganze Zeit, die stygische Fakultät nervt mich. Ja, bis ich dann hier war, im Sonnenturm. Am Anfang war es noch ganz schön. Bis ich dann irgendwann mal hier spätestens diese Außenbereiche hier gesehen habe. Da geht's ja dann komplett bergab. Da hat man ja dann gar keinen Bock mehr. Komm weg hier. Ach ja, das ist so schön ist das. Dieses Ding dodgt einen aber auch so weit hoch, das ist nicht mehr normal. Das gehört verboten, echt. Da rein wieder. Heilen wir uns noch einmal. Mehrmals geht nicht. Also nochmal geht nicht. Jo, komm. Stirbst du? Dankeschön. Das ist ja schön, dass du stirbst. Ach ja, warum tue ich das? Nur für eine Kiste oder was? Komm, hört auf. Nerv mich nicht.
Ja, klasse. Ja, ich weiß nicht, warum muss denn das hier plötzlich zu so einem ganz, ganz merkwürdigen Wannabe Mario Jump'n'Run werden? Das ist irgendwie, feiere ich nicht ganz so hart gerade ab hier, das Gebiet. Das ist schon dezent hart nervig. Was geht hier oben wieder für eine Party? Ja, schön, was war denn das? Achso. Ja, klasse, ich habe nicht mal das Gold noch aus der Kiste gekratzt gekriegt, Mensch. Der Sir Julian wurde auch getötet. Ja, auf jeden Fall spielen wir die große Lady Alex. Auf jeden Fall spielen wir die. Na, klasse. Was will das denn von uns? Dann halt den Pistolero, hätte ich gesagt. Ach Gott, ist das eine Sache hier. Eine schöne Sache oder eine unschöne Sache. Was machen wir denn? Was machen wir denn? Machen wir das hier mal auf Maximum, dann müssen wir da schon mal nicht mehr skillen. Zack, so einfach ist die Entscheidung gefallen. Und dann gehen wir gerade noch mal rein. Ich habe ja nicht mal die leiseste Ahnung bis jetzt, wo hier überhaupt die nächste Dings liegt, der nächste Gegenstand. Keine Ahnung, wo da der nächste Gegenstand, das nächste Erbstück oder so liegt. Ich weiß es nicht und ich weiß auch nicht mal, wo die Bosstüre ist. Ich war noch nicht so weit hier. Ich habe keine Ahnung. Aber das Gebiet spielt sich auch komplett anders wie die anderen Gebiete. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, aber das spielt sich komplett anders. Und zwar komplett nerviger. In den anderen Gebieten hatte ich überall immer noch die Hoffnung und Chance, ja, der nächste Raum. Im nächsten Raum habe ich die dezente Chance, dass ich vielleicht noch irgendwas überlebe. Und hier, wenn ich hier in so einen Raum komme und die ersten zwei Gegner sehe, weiß ich eigentlich genau, da komme ich nicht mehr lebend raus. Komm weg mit dir. Du auch. Ja, Fernkämpfer sind mir halt doch noch irgendwie am liebsten. Aber nur wenn es nicht so läuft wie vorhin mit dem einen Speedrun-Magier da. Der war ja ruckzuck, war der weg. Ruckzuck. Ganz, ganz schnell war der raus. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich auch einfach nochmal... Das war ja richtig blöd geschossen, aber es hat funktioniert. Vielleicht muss ich auch einfach nochmal nachladen. Nochmal gucken, wie es mit meinen Runen und so aussieht. Und in dem Herausforderungsraum da vielleicht mal noch ein bisschen umskillern und so. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja komm, anders geht nicht. Lass mich da rein. Ja, ohne diese Dinge wird es wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Wahrscheinlich muss ich die Runen jetzt pro Klasse anpassen, aber das geht ja anscheinend auch. Hätte ich eventuell auch schon früher machen sollen, aber ich hatte keinen Bock. Sag, wie es ist, ich hatte keinen Bock. Ach man. Ach, come on. Das ist auch so eine verwirrende Sache immer. Naja, immerhin gibt es ein bisschen Gold hier, ein bisschen gut. Ne, mir geht's gut. Mir geht's gut, ja. Ja. Wie es mir geht. Ja, mir geht's hervorragend, geht's mir. Nach was sieht's denn aus? Komm her jetzt. Lass dich töten, du Sack. Dann laden wir gerade noch nach hier. Nee, aber mir geht's prinzipiell, mir geht's eigentlich immer gut, weil... Achtung, jetzt kommt der schlechteste Joke und Spruch ever. Schlechten Menschen geht's immer gut. Ja, ich weiß, der war nicht. Der war echt nicht. So, einmal hier Kiste abgreifen. Dann gehen wir wieder hoch. Dann gehen wir wieder hoch. Ho-oh. Ja, das ist ein Pokémon. Für die, die es nicht wissen. Au. Komm hoch da, hoch da, hoch da, hoch da. Gott, oh Gott. Dies, das, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also das ist doch... Könnt mir sagen, was ihr wollt, aber das ist ja einfach nur eklig, das hier sich durchzukämpfen. Jetzt bin ich wieder hier und auch gleich wieder weg wahrscheinlich. Ihr lasst mich mal ganz schnell in Ruhe, bitte. Haha, verarscht. So, raus mit dir. Die Masken sind mir schon einen Ticken lieber wie diese. Ich sag's gerade noch ein Rennen in einen rein, du. Die Masken sind mir einen Ticken lieber wie diese komischen Kohleviecher. Ach Mensch, wieso? Lad doch mal die Waffe wieder nach jetzt. Komm, weg mit euch jetzt. So, echt, lad nach. Hier noch ein bisschen Gold. Hier geht's halt einfach noch weiter nach oben. Wie groß ist denn dieser Raum bitte wieder? Guckt euch das mal an.
Ich verstehe es nicht. Da ist wieder so eine doofe Maske. Ach Mensch, ich verfehl sie natürlich. Dein Ernst? Ja, der ist ja richtig weggeflogen. Der war ja richtig raus gerade. Habt ihr das gesehen? Ui, der war ja richtig raus. Mann, Mann, Mann. Ja, was machen wir jetzt? Dann nehmen wir halt mal den Assassinen, die Lady Jutta, die vierte, hätte ich gesagt. Lady Jutta! Goldfassungsvermögen des Tresors brauchen wir eigentlich nicht. Ach, ich weiß es nicht, was macht man denn? Was ist das denn? Geschick und Waffenvolltrefferschaden, Schaden. Intelligenz, Fokus auf Zaubervolltreffer. Ich weiß nicht. Wir nehmen jetzt das, dann bauen wir da unten noch ein bisschen aus. Schön. Hauptsache irgendwas geskillt. Dann rein da. Ja, Abfahrt, Charon. Charlize Charon. Nein, er war richtig schlecht. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich ihn sagen soll oder nicht. Tut mir leid, dass ich das gesagt habe. Danke fürs Zuschauen. Falls ihr nicht bei dem schlechten Spruch gerade schon abgesprungen seid. Habt eine geile Zeit. Haut rein. Wir sehen uns im nächsten Video in einem anderen Video. Wenn ihr Bock habt, ihr könnt ja auch was anderes auschecken, ne? Trotzdem, ich bin raus. Die Folge war ja nicht so bolle, aber wir lernen jedes Mal was dazu. Das ist doch wichtig und schön. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.